Guten Tag und willkommen zu einem weiteren Webinar der IB Solution GmbH. Heute geht es um das Thema automatisch automatisieren. Geht das? Robotic Process Automation in a nutshell. Mein Name ist Lukas Käser. Ich bin bei der IB Solution im Bereich Digitalisierung und Innovation. Kümmere mich dort um Sachen wie Machine Learning, Cloud-Anwendungen, aber auch eben um Robotic Process Automation, da das dort eine Art Schnittstelle mit reinbietet. Unsere heutige Agenda ist, wir schauen uns an, was Robotic Process Automation eigentlich ist und was es bedeutet. Wir schauen uns die Anwendungsfälle von Robotic Process Automation an und wir schauen uns kurz an, wie SAP mit ihrem Produkt Intelligent Robotic Process Automation uns SAP-Anwendern einen Mehrwert verschaffen kann. So, jetzt kommen wir auch gleich zur Definition. Und zwar Robotic Process Automation ist die Automatisierung und Integration von Geschäftsprozessen durch Roboter oder auch Bots über User Interfaces oder aber auch über Application Programming Interfaces, APIs. Das hört sich jetzt noch sehr nicht greifbar an, deswegen darauf kommen wir gleich in diesem Webinar und wir schauen uns kurz noch eine weitere Definition an. Und zwar emuliert RPA den Menschen in einem Geschäftsprozess durch einen Bot und kann zusätzlich auf Fähigkeiten eines intelligenten Informationssystems zurückgreifen, wie zum Beispiel irgendwelchen Cloud-Schnittstellen. Ähnliche Technologien, die vielleicht Ihnen schon bekannt sind, da Sie damit schon oft gearbeitet haben, sind zum Beispiel Excel-Makros, die wir aufzeichnen können und dann abspielen können, aber auch sogenannte Batch-Import-Mappen, die wir aus dem ERP-Bereich kennen, die wir auch aufnehmen und dann wieder abspielen können. Diese sind im Gegensatz zum RPA relativ applikationsspezifisch. Sie haben meistens keine Integration zu anderen Anwendungen, sondern sie sind nur für diese Anwendung gedacht. Und sie benötigen meistens applikationsspezifisches Expertenwissen. Das ist vor allem bei Excel-Makros, müssen Sie VBA können, um Excel-Makros sinnvoll schreiben zu können. Wenn wir RPA noch weiter davon abgrenzen, dann muss man dazu sagen, dass RPA applikationsübergreifendes und auch systemübergreifend funktioniert, da es unsere Anwendungen über unterschiedliche Userfaces oder auch über die unterschiedlichen APIs steuern kann. Wenn wir uns RPA-Software anschauen, dann können wir damit meistens Anwendungen aufzeichnen. Das heißt, wir müssen diese nicht nur programmieren, sondern wir können diese direkt aufzeichnen. Und zusätzlich zu den anderen können wir natürlich auch diese Bots damit dann entwickeln oder weiter skripten oder auch diese Bots debuggen. Dadurch brauchen wir weniger Expertenwissen, als was wir bei den anderen Anwendungen benötigen hätten. Zudem können wir Bots orchestrieren und auch mehrfach verwenden und dadurch an mehrere Benutzer verteilt, an mehrere Benutzer verteilen. Und diese dort auch starten, beenden, was auch immer. Und wir können natürlich auch das, was passiert, monitoren und die Daten, die dort anfallen, für uns wieder nutzen. Dadurch können wir alte Legacy-Anwendungen und moderne Web-Anwendungen automatisieren und diese zusammen integrieren. Jetzt schauen wir uns kurz die Anwendungsfälle an, die wir für Robotic Process Automation haben. Und zwar fangen wir mit einem ganz einfachen Prozess an, der sicher jeder von Ihnen bekannt ist. Und zwar haben wir den Prozess Mitarbeitereintritt in einem Unternehmen. Hierbei handelt es sich eigentlich schon meistens um einen Teilprozess. Das heißt, der Mitarbeitereintritt erfolgt meistens dann, wenn schon eine Planstelle angelegt worden ist und diese gerade durch einen Recruiter besetzt worden ist. Und sie endet meistens damit der Eintritt, dass es auch irgendwann wieder in 2 Jahren oder je nach Vertragsvereinbarungen ein Austritt irgendwann erfolgt, der meistens auch schon im System abgebildet ist. In unserem Prozess fangen wir an, dass ein Recruiter mit dem neuen Mitarbeiter den Vertrag unterzeichnet und auch diesen einen Personalbogen ausfüllen lässt, wo zum Beispiel Informationen wie die Religion, Alter, Kinder, Beziehungsstand drin steht, da wir diesen für die Personalabrechnung brauchen. Diese Dokumente werden dann meistens über Outlook an einen Personalsachbearbeiter geschickt. Dieser sitzt an unserem SAP-System am Modul HR und pflegt dann den Personalbogen und den Arbeitsvertrag in das SAP-System in die entsprechende Akte des Mitarbeiters ein. Nun geht es in diesem Prozess, je nachdem, was für ein Unternehmen wir haben, unterschiedlich weiter.
Unser Sachbearbeiter lädt jetzt den Mitarbeiter zu den Einführungstagen ein und schickt ihm eine Mail mit einem Outlook-Kalendereintrag. Zudem schickt er dem Mitarbeiter Infomaterial, was er sich dafür über SharePoint heraussucht. Dies können zum Beispiel Unterlagen zur Kantinenöffnungszeiten sein. Danach wird natürlich auch noch automatisch über einen Job das Identity Management angestoßen, was für unseren neuen Mitarbeiter, Benutzer, Rollen in unseren IT-Systemen und in unserer Landschaft verteilt und baut. Wie wir sehen, muss unser Mitarbeiter mehrere Tätigkeiten nachvollziehen. Zum einen eben den Personalstamm pflegen und zum anderen aber die E-Mails schreiben, Dokumente suchen und noch eine Mail schreiben. Jetzt probieren wir hier in diesem Prozess unseren Mitarbeiter durch Robotic Process Automation oder durch einen Bot zu unterstützen. So, was kann der Bot für uns tun? Zum einen kann er helfen, durch OCR oder Machine Learning die Infos aus dem Personalbogen automatisch in unserem SAP-GUI einzutragen und dadurch dem Mitarbeiter den Abgleich der Daten erstmal sparen. Hier wird der Mitarbeiter meistens mit dem Bot erstmal zusammenarbeiten, da wir schauen müssen, ob der Bot überhaupt die richtigen Informationen einträgt. Dann kann der Bot natürlich für uns die Aufgabe übernehmen und die E-Mail versenden. Hierfür brauchen wir keinen Menschen. Und zum anderen kann unser Bot das Infomaterial aus unserem SharePoint ziehen und diese auch an den neuen Mitarbeiter schicken. Hierbei haben wir schon zwei Besonderheiten, wie Bots arbeiten können. Zum einen arbeiten Bots in einem Assistentenmodus. Das bedeutet, sie unterstützen den Menschen beim Arbeiten, übernehmen quasi Teilschritte oder ganze Schritte und werden von den Menschen dann nur noch kontrolliert und abgesegnet, also genehmigt, ihre Aufgaben. Dies wird auch Robotic Desktop Automation genannt, da hierbei die Bots auf dem Desktop des Agenten, also des Nutzers laufen und ihn dabei in seinem Prozess unterstützen. Und zum anderen haben wir aber auch den Unattended Mode, das heißt den Arbeiterbot. Dieser Bot arbeitet autonom und verschickt zum Beispiel unsere E-Mails, holt sich Daten aus dem SharePoint und verschickt sie und kann dafür auch auf dem Server oder auf irgendwelchen virtuellen Workstations laufen. Zusätzlich kann ein solcher Bot zum Beispiel durch APIs getriggert werden oder aber auch über ein BPM, wie wir sie zum Beispiel in der SAP Cloud Plattform haben. Also BPM in dem Fall ist Business Process Model. Wenn wir schon einen Prozess haben und von dort aus triggern wir unseren Bot einfach. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu unseren Geschäftsprozessen zurück. Und zwar, wenn wir Prozesse haben, sind nicht nur Geschäftsprozesse, sind diese meistens funktionsübergreifend. Das heißt, sie betreffen mehrere Abteilungen in unserem Unternehmen. In dem Fall war es hier das HR, das Recruiting, aber auch gleichzeitig die IT, die halt irgendwelche User generieren muss. Unsere Prozesse sind systemübergreifend. Es ist sehr selten, dass ein Prozess nur durch ein System abgewickelt wird. Hierbei hatten wir jetzt Outlook, SharePoint und natürlich unser SAP-System dabei. Und sie sind modular aufgebaut. Das heißt, wir nehmen meistens unsere Prozesse und teilen sie in noch kleinere Prozesse. Zum Beispiel bei einem Purchase-to-Pay, also in einem Einkaufsprozess, würden wir den Genehmigungsworkflow, der irgendwelche Freizeichnungsbeträge mit drin hat, würden wir rausschneiden und als eigenen Prozess laufen lassen. Unsere Prozesse sind meistens informationsgetrieben. Das heißt, sie bekommen Informationen über Schnittstellen, zum Beispiel durch andere Informationssysteme und über Menschen. Das heißt, ein Mensch personalisiert sozusagen unseren Prozess mit seinen eigenen Informationen und Daten. Dann werden diese Prozesse entweder manuell, teilautomatisiert oder vollkommen automatisch ausgeführt. Was bietet uns jetzt Robotic Process Automation? Zum einen ist natürlich der Hauptanwendungsfall, Geschäftsprozesse zu automatisieren. Was wir aber zusätzlich zu diesen Prozessen noch machen können, ist es, Systeme zu migrieren, das heißt zwischen einem Altsystem in ein neues System zu schieben. Das ist auch eine Möglichkeit, oder eben diese Integration zwischen Systemen herzustellen, was beides sehr ähnliche Szenarien sind. Zudem bietet uns Robotic Process Automation eine Möglichkeit, sogenannte Side-by-Side-Szenarien für die AI-Umstellung zu bauen.
Hierbei haben wir vorher schon gesehen in unserem Prozess, dass der Personalsachbearbeiter die Informationen, die der Bot aus dem Personalbogen herauszieht, nochmal kontrolliert und absegnet und vielleicht verändert. Genau diese Informationen sind eigentlich für uns sehr interessant, da diese benutzt werden können, um Machine Learning-Modelle, die eben genau dieses Verhalten nachahmen sollen, trainieren können. Dafür brauchen wir Daten. Hierbei können wir mit dem Bot sozusagen dort schon mal Daten abziehen jedes Mal. Die Prozesse, die wir mit RPA automatisieren wollen, sind meistens bisher manuell oft und wiederholen sich oft. Sie sind über unterschiedliche Applikationen oder Systeme verteilt. Es gibt bisher keine nativen Integrationen über die Systemgrenzen hinweg, zum Beispiel durch schon programmierte APIs, die irgendwelche Programmierungen noch zusätzlich haben, um Daten hin und her zu schieben. Und zudem haben wir irgendwelche Prozesse, die sehr datenintensiv sind, die eben aus Dokumenten, Excel-Daten und eigenen Daten noch aus Menschenköpfen leben müssen. Diese Prozesse kommunizieren auch meistens viel, da sie möglichst viele unterschiedliche Schnittstellen anbinden müssen. Nun schauen wir uns kurz das SAP-Produkt dazu an, die SAP Intelligent Robotic Process Automation. Diese bietet eigentlich uns drei Kernfunktionalitäten. Dies ist zum einen das Design und die Erstellung der Bots, dann die Orchestrierung und das Monitoring von diesen und die Ausführung. Wenn wir uns nun die SAP-Komponenten und das Naming anschauen, wird diese Aufteilung auch sofort klar. Wir haben zum einen den Desktop-Agenten, der kann auf einem Server oder auf einem Desktop-PC laufen und ist quasi die Ausführungsumgebung für unsere Bots. Dort werden die designten Bot-Routinen hingeschoben und ausgeführt. Dann haben wir zusätzlich noch das Desktop-Studio. Das bietet quasi die Möglichkeit, unsere Bots zu entwickeln. Hierbei können wir zum einen Anwendungen aufzeichnen, das heißt, wir können uns durch Web-Anwendungen durchklicken und genau eben diese Schritte aufzeichnen. Und wir können aber auch in das Scripting reingehen und unsere Bots quasi mit eigenem Quellcode nochmal anpassen und den Workflow festlegen. Zusätzlich haben wir hier auch die ganzen Komponenten mit drin, also die werden verteilt zwischen den Desktop Agent und Desktop Studio. Und zwar sind dies Komponenten, um beispielsweise unser SAP GUI, unser Fiori oder andere SAP-Anwendungen zu steuern und aufzuzeichnen. Als dritte Komponente im Bunde haben wir die Cloud Factory, was auf der SAP Cloud Plattform läuft. Diese wird dazu verwendet, unsere Bots zu monitoren, diese zu distributieren, also auf unsere unterschiedlichen Workers zu schieben, zum Beispiel unterschiedliche Nutzer, um unsere Bots zu orchestrieren, weil wir sie auch hintereinander schalten können, aber auch um Bot-Routinen in einer Versionskontrolle zu haben, so wie wir es von SAP-Anwendungen immer kennen. Zum anderen können wir aber auch hier die Daten, die anfallen oder Error-Logs in der Cloud Factory speichern und nachher nochmal verwenden. Gerade eben für diesen AI-Szenario-Einsatz, für den Side-by-Side-Einsatz ist das eine andere interessante Möglichkeit, dass wir hier unsere Daten, die anfallen, abspeichern können. Wenn wir uns die Architektur mal genauer anschauen, dann haben wir immer den Desktop-Agent auf der einen Seite. Dieser läuft auf einem Betriebssystem. SAP supportet zurzeit Windows-Maschinen und natürlich auch Unix-basierte Betriebssysteme für Serveranwendungen. Und der Desktop-Agent hat folgende Konnektivitätsmöglichkeiten. Zum einen Web-Services, mit denen eben APIs, die auf der Cloud-Plattform laufen oder Cloud-Anwendungen von SAP angesteuert werden können, aber auch also Konnektoren in Richtung anderen Cloud-Anbietern wie Azure oder AWS. Dann haben wir eine HTML-Engine. Diese HTML-Engine ist quasi dafür da, um unsere HTML-Anwendungen wie eine SAP UI5-Anwendung oder eine SAP Fiori-Anwendung zu steuern. Natürlich können wir aber auch alte Anwendungen damit steuern.
Gerade eben bei SAP haben wir in alten Subsystemen noch sogenannte BSP, Business Server Pages Anwendungen. Auch die können wir über diese HTML Engine steuern. Dann haben wir noch zusätzlich Konnektoren, die von SAP speziell entwickelt worden sind. Zum Beispiel Konnektoren zu unserem SAP GUI, aber auch Konnektoren zu Outlook oder Word und Excel, in denen wir Daten lesen können, ansteuern können. Und wir können auch dort unsere eigenen Konnektoren mit anbieten. Das Ganze wird dann über sogenannte Frameworks und ein Projektszenario an unseren Worker ausgeliefert. Als anderen Kernpunkt der Architektur haben wir dann noch die Cloud Factory, die eben diese Monitor, Managing und Orchestrating-Aufgabe für uns übernimmt. Wenn wir uns jetzt mal die Funktionalitäten bzw. die Value Proposition anschauen, die SAP uns verspricht, ist das zum einen ein hohes Maß an Funktionalität, die wir haben. Also wir haben sehr viele Möglichkeiten. Es ist die SAP-Kompatibilität, die wir besitzen, eben indem wir halt eine Integration in alle möglichen Cloud-Produkte der SAP haben, aber auch in SAP GUI, in S4 und die ganzen neuen Web-Oberflächen der SAP, wie SAP UI5 und Fiori-Anwendungen. Unser RPA ist sehr funktionsumfänglich, das heißt, es bietet quasi alle Bestandteile an, um RPA in einem Enterprise-Kontext einzusetzen. SAP bietet uns vorgefertigte Bots, Prebuilt Bots an, die wir im Best Practice Explorer finden, zum Beispiel für S/4HANA, da wir dort, wenn wir den Standard verwenden, nicht immer neue Bots entwickeln müssen, sondern die von SAP hernehmen können. Wir haben als Roadmap von SAP, wurde von SAP auf der SAP TechEd in Barcelona gesagt, dass die SAP Robotic Process Automation eine der führenden RPA-Softwares werden soll. Und zum anderen haben wir ein relativ flexibles Pricing-Modell. Anfänglich war mal gedacht, dass man pro Bot bezahlt oder für den Service an sich. Aber auf der SAP TechEd wurde zumindest erzählt, dass dieses Pricing nicht botabhängig ist und nicht produktabhängig in dem Fall, sondern dass wir für die Nutzung bezahlen. Das heißt, es ist volumenbasiert und wir bezahlen dafür, wie unser Bot quasi aktiv unterwegs ist und aktiv Transaktionen benutzt. Wenn wir Bots bauen, dann bauen wir immer mit Bausteinen. In dem Fall haben wir eben diese Bausteine von SAP für SAP GUI, für unser S/4HANA. Wir haben Bausteine für die Workflow-Integration auf der SAP Cloud-Plattform, die extrem viel Sinn macht, wenn wir im Prozesskontext sprechen. Wir haben eine Bausteine für eben unsere Fiori-Anwendung, die im Grunde auf SAP UI5-Technologie basieren. Und wir haben eben viele Bausteine im Bereich Microsoft-Anwendungen, bedeutet Outlook, Excel oder eben Word-Konnektoren. Zusätzlich können wir natürlich auch unsere eigenen Bausteine bauen und es werden mit der Zeit immer mehr Bausteine von SAP herausgebracht. Wenn Sie sich für die Pre-Built-Bots interessieren, dann können Sie diese auf rapid.sub.com in dem BP, in dem Best Practice Explorer nachschauen. Dort haben wir dann diese ganzen Anwendungen, die im S4-Bereich sind. Zum Beispiel, um eine Rechnung anzulegen aus einer Outlook-E-Mail. Wenn Sie sich für sowas interessieren, dann schauen Sie bitte dort rein. So, damit wären wir auch schon bei unserem Webinar erstmal fertig. Und ich würde Sie jetzt bitten, wenn Sie Fragen haben, diese zu stellen, damit ich diese beantworten kann. Okay, wir haben bisher eine Frage. Und zwar, in welcher Sprache die Bots denn entwickelt und angepasst werden können? Das SAP Desktop Studio lässt sich, das ist eine Scripting Language und zwar JavaScript. Damit können wir die Bots anpassen und eigene APIs nachher programmieren oder diese
oder eben APIs aufrufen damit. Genau. So, wie ich sehe, haben wir sonst keine weiteren Fragen. Dann würde ich Sie gerne noch auf unser Webinar in 2 Tagen hinweisen. Und zwar ist das erhöhte Datenqualität zum Fixpreis durch Adressvalidierung und Duplettenbereinigung von meinem Kollegen Joachim Becker im Bereich Stammdaten und Migration. Ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Woche und beende damit das Webinar. Auf Wiedersehen.